Before you break my Säule. Time set 1. Oh yeah. Oh, es ist hell. Das ist ja der Hammer. It's day. At night. It's daytime. Day. Behind you. At night. Day. At night. Oh Leute, heute ist echt. Leute, heute. Stay. Entschuldigung. Hey, stay away from my house. Ach ja. Ich singe eines. Weißt du, warum eigentlich weiße Wolle und nicht Marmor? Davon hätten wir viel mehr. Guck mal, ist auch weiß. Das jetzt ist zu spät, ne? Wolle ist aber weich, da kann man sich überall hinsetzen, in die Ecken und so. Ach so. Ah, das ist das weichste Haus überhaupt. Ja, du hast deinen Dark Room, wir haben unseren White Room. Hell Room. Und vor allem ist das ein voller riesiger Raum. Den Bright Room, den Bright Room. Kuschel. Bright Room. Wir können hier noch weiße Lampen reinbauen. Ihr kuschelt? Ah, oh, ne, warte, da ist Voice. Du magst mich nur nicht wegen meiner Tanzspange. Nee, eigentlich bist du mir immer zu laut. Oh, Baby, das ist das, was den meisten Männern gefällt. So. Okay, das Niveau sinkt. Ich muss weg. Ich habe einen Block Wolle gefunden hier unten. Oh, ein Block Wolle. Der kommt von mir. Ah! Oh, Mann. Da unten ist der Zombie. Oh, Mann. Hallo, du hässliches Kackding. Ja. Oh, Mann. Ja? Ist das bei euch beim Dreh auch immer so verrückt, Tommy? Beim Dreh? Ja, ist ganz schön. War witzig. Das glaube ich. Ich dann auch. Die Versprecher sind bestimmt vor, oder? Ja. Ja, es ist schon witzig, ja, Versprechen. Deswegen machen sie auch Outtakes-Videos so ein bisschen, also hängen ein bisschen Outtakes dran. Jo. Oh. Jo. Jo. Oh ja. Ich es ist faszinierend, ihn zuzugucken, wie lange er immer überlegt, wo er das Glas hinsetzt. Regel immer so, oh, da ist jetzt dahin. Stürze mich jetzt in den Tod durchs Glas. Ah! Ey, wisst ihr, dass ich mit Maus spiele? Bist du? Mit Maus? Ich spiele ohne Maus. Ich spiele mit dem Schreck. Oh, super. Schreck-Ding. Schickt alle Tommy eine englische Maus. Ist ja nicht so. Das wird dir gleich noch leid tun, dass du mit der ohne Maus spielst. Okay. You will see. Oh ne, ich muss ja heute, ich habe ja letztes Mal gewonnen. Oh ne. Keine Lust. Du musst Jing. Vielleicht macht Fee das ja. Ne, vielleicht macht Fee das ja. Nix, nachher. Ah. Los, schneller, wir müssen jetzt noch, du musst noch ein paar Sachen machen. Es wäre übrigens ganz lieb, wenn du das nicht hochladen würdest, bevor es auch bei mir gekommen ist, ne? Mhm. Das, was du aufgenommen hast. Und zwar kommt das ab, ich schreibe das auch mal ab, wann die Folge kommen. Okay. Das ist immer so ein bisschen im Voraus, deswegen. Wir haben schon wieder nicht gesagt, den nächsten Gast machen muss. Ja, ist nicht schlimm, weil die nächsten zwei Gäste habe ich schon eingeplant. Ach so. Wir haben auch nicht den letzten Gast mit den Farben noch nicht genommen, weil ich einfach noch nicht dazu kam, einen auszusuchen. Also, naja. So, was wolltest du? Wir müssen Tommy? Hier noch Tische und Dings bauen. Tische und so, als würde da so ein Editing-Suit. Pass auf, dann machen wir jetzt einfach hier so ein Schild dran, dass hier keiner weiterbauen darf. Und dann darfst du, dass wenn du das nächste Mal kommst, hier ein Inneneinrichtung machen. Ja, geil. Alles gut. Ja, geil. Voll gut. Also wenn einer hier diesen Raum anpasst, dann kriegt er einen Kopf ab. Nein, wir die Hände ab. Mit unseren Schwertern. Ja. Oh ja. Ja. Ah. Tada. Flieg und Sieg. Genau. Oh, Glas. So, jetzt darfst du mal mit uns kommen. Okay, einen Moment. Ich muss noch Brot essen, damit ich da nicht... Irre. Musst du dich tot essen? Ja, dann mach das. Ja, tot essen, damit ich krepiere. Du Todesser! Ich ruf gleich das Zauberministerium an. Bitte nicht, bitte nicht. Entschuldigung. Ja, und dann schicken die ihre... Ich weiß nicht, ob... irgendeiner ist schon da hinten. Fee ist schon da hinten. Fee ist schon da hinten. Hey, follow me the name of Fee before you break. He follow me. Follow you. Follow. Dass du singst, ist schon mal ganz gut. Oh mein Gott. Ja, wir haben hier eine Bühne und unsere Gäste müssen immer uns einen vorsingen. Wenn er sich jetzt dahin stellt, sieht er aus wie eine krasse Kunstperformance von Lady Gaga. Komm hier gar nicht hoch, da.
So jetzt nackt? Muss ich euch was vorsingen. Ja, genau, da ist das Mikrofon. Stell dich da genau ich dahin. Mein Bier. Was verdeckt seine Bier. Böse? Oh nein. Also manche Gäste lassen mir auch die Wahl, dass sie ein Gedicht aussagen dürfen, aber du musst singen. Ja, jetzt ich kann auch Gitarre ist hart, spielen. Ne? Ja! Oh, das ist noch besser. Ja, boah, bitte. Warte, ich hol die. Das ist umso geiler. Dann nenne ich die Folge Tommys Gitarre-Solo. Ja. Moment. Wusste ich gar nicht, dass er Gitarre kann. Ich glaube, ich habe sie einmal in einem Video gesehen. Kann das sein? Scheiß Fanboy. Fangirl. So hey! Ich hoffe, man hört's nur. So, mein Konzert, mein erstes. Moon, Voice of Darkness und Schmunzelfee. Dieser Track ist nur für euch. Yeah! Rock'n'Roll, baby! Ich hoffe, dein Voice Activation geht an. Soll eine tobende Menge sein. Ja, los geht's, Tom. Ich befürchte... Genau, du musst laut spielen. Kommt das an? Ja, so ein bisschen spielen. Kommt's an. Ganz laut. Warte, ich hole das Mikrofon ein bisschen um. Ja. So. Okay, ja. So, bam. Aber dann hast du den Resonanzkörper ist dann voll ausgenutzt mit dem Großmembraner. Ja, das finde ich auch. Du steckst den Großmembraner in die Gitarre. Jetzt, nein, das möchte ich nicht hören jetzt. Psst, okay. Jetzt der Song, los. Oh Gott, ich sehe schon den ID-Content-Treffer. Ja, super! Nur ein bisschen abgehakt, aber sonst super! Ich hab keinen Schwerpunkt, den ich werfen könnte. Da kommst du ja ums Singen drumherum, dann hast du ja schon mal Glück gehabt jetzt. Zum Glück hatte ich eine Gitarre. Ja, jetzt muss das Mikrofon wieder richtig hinstellen, solange warten wir noch. Moment. Hallo, das war unplugged. Ja, und einen ID-Kontrolltreffer kriege ich trotzdem wahrscheinlich. Was war das denn jetzt für ein Lied? Keine Ahnung, das sind irgendwelche Akkorde, die ich gespielt habe. Irgendwelche. Ja, einfach so. Das ist jetzt der Minecraft-WG-Song, der neue. Der wird daraus entstehen, wenn Fede nicht mehr schafft, irgendwas aufzunehmen. Ja, ich schon seit ich erinnere nur an Staffel 2. Ja, ich weiß. So, steht dein Mikrofon wieder? Bist du wieder... Okay, ja. Sollst nichts essen? Doch. ist der hier in der Aufnahme? So eine Frechheit. So, du darfst jetzt einen von uns dreien als Gegner aussuchen. Komm mal von dem Podest und dann gebe ich dir schon mal deine Kampfausrüstung. Ah, ich muss kämpfen. Oh, da bin ich ganz schlecht. Ja. Ja, es wird noch schlimmer, du musst nämlich im Fliegen kämpfen. Was muss ich kämpfen? Im Fliegen! Ja, was ist. Im Fliegen? Im Fliegen. Ja, als musst du jetzt erstmal einen Gegner aussuchen von uns geilste, rein. Das ist, ich legge, ich gewinne. Ja, das kann sein. Oder du stürzt ab und bist tot. Aber das sehen wir dann. Glaube ich, ja. Ja, ja. Im Fliegen muss ich jetzt. Ach du meine. Ja, such dir einen Gegner aus. Okay. Dann, kämpfe ich denn jetzt? Ist egal, wir sind alle drei zur Verfügung für dich. Ich kämpfe gegen Wurzelfee. Eine hervorragende Wahl, junger Padawan! Fee, ziehst du bitte deine Ausrüstung aus, außer Jetpack, genau. Ja, ich zieh mich aus. Du musst auf diesen. Ich zieh mich schon für dich aus. Ja, zieh dich aus. Du musst auf diesen Glascontainer. Ist geil, ne? Ich hab schon mal direkt zwei Schilder vorbereitet. Ich denke mal, ich schätze mal, du hast das falsche Textaspekt drauf, deswegen siehst du nicht, dass wir quasi durchs Glas super durchgucken können. Das siehst du wahrscheinlich nicht, aber. Da sind Löcher drin in den Ecken. Und ihr springt gleich auf 17 in gegenüberliegenden Ecken rein und dann kämpft ihr da unten in diesen Glascontainer in der Luft. Aber ich mach erstmal, glaube ich, Tag, weil das ist, glaube ich, schon dunkel, oder? Nein. Ja, jetzt machst du gerade dunkel. Vielen Dank. Ja, nee, das ist, weil die Sonne jetzt gerade aufgeht. You know? Knopf. So, auf 17. Und dann verprügelt sie natürlich die Fee, ja, ne? Klar. Ist ja klar. Oder die Fee dich. Man weiß es nicht. Was gewinne ich dann? Eins,
Du kommst an unser. Okay, Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Obwohl Ehre ist gerade aus. Wir haben nur Ruhm. Und Ruhm, also Ruhm. Ja, er wollte eigentlich Ruhm sagen. Ruhm ist auch aus. Ruhm kriegst du oben in der Bar. So, das Ruhm meine ich, egal. Die hätte noch gar. Die Bar hat er noch gar nicht gesehen. Ist egal. So, ja, dann auf 17. 1, 2, 17. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie. Tommy gegen Fee. Wer wird den Kampf gewinnen? Und sie fliegen weit auseinander. Und da wurde der Tommy getroffen. Der, Tommy. Für Tommy. Nee, gegen Tommy. Tommy wurde getroffen, oder? Ohne und gleich sind sie wieder voll, weil sie. Oh nein! Oh, da ist wieder ein Treffer. Uiuiui. Der Gast musste einstecken. Oh nein! Oh, jetzt sieht es ganz schlecht für Tommy aus. Und da ist der Tommy down. Da ist der aber das Tommy ist auch gemein. Down. Also, wenn er wirklich kein Dings hat. Bob wurde von Schmunzelfee getötet. Ich hab noch Sachen hier drin. Aber ja, gibst du mir das Jetpack? Dann kannst du das direkt wieder wegpacken. Ja. Ja, es so, ist aber auch gemein, bei, wenn er das jetzt ohne Maus machen musste. Ja. Ja, ja, deswegen sag ich ja, dass es gemein ist. Bist du jetzt wieder hier? Ich hab dich doch geportet, oder? Ich bin irgendwie aus dem Haus. Ja, der, wenn hier er da geschlafen hat. Wir haben doch einmal geschlafen. Eine nette Aussicht. Aber ich hab ihn doch geportet. Hä? Wo bist du denn jetzt? Aber er hat doch einmal im Bett geschlafen. Oben, ach, da hinten in dem Haus. Ah, okay. Hab ich geschlafen. Okay, warte, ich muss eben noch hier dranhängen, dass du ein Schild dranhängen, dass du gewonnen hast. Ich habe ein Schild fertig gemacht, Moment. Ich habe drei Schilder fertig. Ach so, das Problem. Knotenbub hat abgelost. Nee, da kommt nur ganz klassisch drauf. Schmunzelfee. Knotenbub. Schmunzelfee. 1:0. Hat Knotenbub verknotet. Ordentlich. Schmunzelfee hat Knotenbob gefangen. Na komm, Knotenbob. Knotenbob. Ich stell mal jetzt vor Tommys Raum ein Schild hin, nicht weiterbauen. Weiterbauen verboten. Mach das mal. Weil du gerade ein Schild übrig hast, meinst du? So, jetzt darfst du noch selber ein Schild aufhängen, genau in der Wand, wo du gerade stehst. Da muss nämlich auch noch ein Schild hin. Cool. Das ist unsere Gastwand. Du kannst schon mal überlegen, was er da drauf schreiben muss. Haha, ist nicht so schwierig. Hier ist ein Schild. Dankeschön. Und zwar in der zweiten Zeile musst du. Du bist der 12. Gast, das heißt, in der zweiten Zeile musst du nur 12 Punkte hinschreiben und dann in der dritten Zeile deinen Namen. Ob du da jetzt Tommy hinschreibst oder Knotenbob oder was auch immer ist, bleibt dir oder überlassen. Oder Tommybob kannst du da auch hinschreiben. Oder Knoten-Omi. Normalerweise haben wir doch wieder die Dingensnamen, ne? Die YouTube-Namen. Ich glaube, es Jim sind die, Bob da hinschreiben. Eigentlich sind die YouTube-Namen, ja. Also, aber es ist Bob Boy. Boy. Stimmt, eigentlich sind es die YouTube-Namen, aber gut, bei den normalen Gästen ist das natürlich egal, weil die alle keinen Channel haben. Aber also wie du was willst, man wird schon erkennen, was du bist. Jetzt steht aber irgendwas, noch ein Roman schreibt da jetzt da drauf. Gott sei Dank habe ich ihnen kein Buch gegeben, sondern nur ein Schild. Juhu. Tommy Muros FX. Ja, okay, das ist doch gut. Ja. So, und machen wir noch eine Reise? Ja. Machen wir Reise noch? Ja. Ich singe, zusingen? Ich werde nicht spielen, nur über meine Leiche, okay. Meine blutende, ausgeweidete Leiche. Du musst einmal um die Wand rum. Wir spielen auch Reise nach Jerusalem. Eine Reise nach Jerusalem, wo man drauf. Ja, ja. Ja, und wenn Fee singt und wenn sie aufhört zu singen, dann springen wir, versuchen wir reinzuspringen. In die. Aber es ist einer zu viel, ne? Wir sind nicht so viele Leute. Bau mal einen ab. Gut. Hey, seid ihr bereit? Yeah! Wir sind bereit. Dann geht's los. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block, meine Gedanken, mein Herz, mein Viertel, mein Block. Reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Ich bin in Minecraft. Yeah, 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 oh yeah. Woohoo! Oh, da ist schon gleich ausgeschieden. Heute verliert er bei jedem Spiel. Schade. So. Okay, dann müssen jetzt nur noch Fee und Voice und ich. Okay. Moment, ich muss eben die Schiene aus der Hand nehmen. Wow! Ich hab schon zweimal gewonnen. Kill the Creeper! It's time! The night is coming! La 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 la. Sollen wir hier mal ein großes Schild machen mit Nein. Rather? Hier hat auch, hier hat auch gewonnen, schon einmal. Nackte Frau mit der Schleife hat gewonnen. Wieder einmal gewonnen. Yeah. Du musst die Schienen mal dahin stellen, Rather. Warum mach ich da überhaupt einzeln überall drunter? Weiß ich nicht. Was? Schienen? Schienen. Oh, Schienen. Die Schiene mal dahin stellen. Tuck.
Ich hab noch ein Minecart. Ich muss auch noch irgendwo hin. Ah! Nee, nicht raus. Geh doch raus! So, fertig. Gut, dann sind wir fertig, oder? Sollen wir noch irgendwas machen? Ne, wir sind fertig. Wir haben nichts mehr. Wir haben alles gemacht. Alles? Ja. Dann machen wir Verabschiedung. Wo hier? Machen wir einfach. Gehen wir hier so. Das hier steht so scheiße. Ich kann euch nicht alle drauf. Du bist auch scheiße. Jetzt. Ich bin auch scheiße. Scheiße, warte mal, ich stelle mich doch zu euch. Ist viel cooler diesmal. F5. So, ja. Jetzt aber. Ja, war nett mit dir, Tommy? Yay. Ja. Hat Spaß gemacht? Yay. Auch wenn du ein bisschen abgehakt gesprochen hast, aber das ist scheiß Internetleitung. Ja. Beim nächsten Mal ist das besser, ne? Beim nächsten Mal ist es besser. Yeah. Okay. Dann alles klar. Gut. Dann auf 17. Dürfen wir alle Tschüss oder Toastbrot rufen. Toastbrot. 1, 2, 17. Toastbrot. Tschüss.